Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, wir haben jetzt Glas dabei. Ich werde hier mal ein bisschen ausbauen. So, das Glas ist wieder weg. Ich wollte den Scannerraum bauen, fällt mir gerade wieder ein. Werde das jetzt aber, glaube ich, noch nicht tun. Wir wollen ja Rettungskapseln besuchen und ja, weiter scannen und Sachen sammeln wollten wir. Also Essen und fürs Trinken und Kupfer muss ich auch nochmal holen bei der anderen Rettungskapsel. Das brauche ich auch zum Bauen. Aber jetzt ist einmal Essen fassen wichtiger. Das habe ich super gemacht. Kann ich nicht anders dazu sagen. Das habe ich tatsächlich extrem super gemacht. Alter Klubschi. Ich will dich nur fangen. Alter. Grrr, das wird nichts. Habe ich schon gemerkt, das wird nichts. Ich habe ein bisschen das Inventar ausgeräumt tatsächlich. Schau. Jetzt aber, Herrschaftszeiten. So, hab das Inventar ausgeräumt, dass wir jetzt Platz haben zum Essen fangen, sammeln. Ja. So. Dass wir auf unserer Reise nicht verhungern tun. Ja. Was wir brauchen, ist halt wirklich Batterien. Das heißt, ich muss die Kupfersachen sammeln und ja. Schaut aus, als wenn was wäre, ist aber nichts. Hier haben wir ein Steinchen. Diamanti, jawohl. Gut. Ich konnte dich jetzt nicht essen, ne? Oder doch? Na. Wir haben jetzt drei Glubschis. Drei Glubschis, jawohl. Gut. Ja, wie gesagt, wir brauchen Material, ohne Ende Material, Material, Material. Essen, Trinken, lauter solche Sachen. So. Bei der Rettungskapsel 3 können wir auch zufällig vorbeischauen. Warte, ich hoffe, ich kriege den noch. Den kann ich, glaube ich, auch fangen, oder? Aha, ich wollte den fangen, den fangen, den fangen. Ja, habe ich. Ich hoffe, der ist zum Essen. Essbar, passt. So, Luft holen. Dann schauen wir nochmal bei der Rettungskapsel 3 vorbei. Ob ich da auch alles gescannt habe. Ja, ich nichts mehr wissen. War das bei der Aurora mit die Lex oder war das da drüben? Das war schon die Aurora. Oder? Sicher, oder? Aber ich befürchte, ich habe ganz elegant vergessen. Aber wirklich ganz elegant. Vergessen, wie man da hingekommen sind. Ich weiß nicht, dass es unten drunten war. Darüber. Wir werden das Kind schon schaukeln. Es wird schon werden. Nur nicht den Mut verlieren. Es wird schon werden. So. Schön wäre halt wirklich, wenn ich jetzt mal den Mehrzweckraum hinkriegen würde. Ich habe halt auch die Hoffnung, wenn wir den haben, dass wir vielleicht tatsächlich, falls es noch Überlebende gibt hier, dass wir die dann zu uns nach Hause einladen können. Ist da was drin? Also die mobile Fahrzeugstation. Habe ich Platz für Titanium? Ja. Nehmen wir es mal mit, sicherheitshalber. Passt. Wegschmeißen kann ich es nach wie vor. Titanium kriegen wir Gott sei Dank eh sehr häufig. Genau, dann wollte ich hier noch Schmieröl mitnehmen, glaube ich, ne? Da brauche ich hier. Habe ich die noch gar nicht gescannt? Ich bin ein Profi, es ist hier unglaublich. Ja, da fehlen mir jetzt glatt die Worte. Wie viel Platz habe ich noch? Ja. Zwei von denen. Und ich würde sagen, wenn möglich. Habe ich jetzt eines wenigstens? Ja. Gut.
Das passt schon mal. Hier haben wir Salz. Dann brauche ich Luft. So. Dann muss ich wieder schauen. Das ist zu weit weg. Wo ist die Kapsel? Wo ist die Kapsel? Hallo? Da in die Richtung. Wow! Servus. Toin. Die Richtung. So. Da wollte ich nochmal rüber. Schauen, ob ich ja was übersehen habe. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Dann wollte ich zur Rettungskapsel zurück. Zu unserer Rettungskapsel. Und wollte das Kupfer holen, sofern ich selber jetzt keines finde. Mhm. Dann wollte ich mal ein bisschen kochen. So. Da sind wir. Tatsächlich habe ich hier Dinge liegen gelassen. Glaube ich. Schaut nur so aus. War ich brav? Ich habe da was mitgenommen? Echt? Da bin ich jetzt von mir selber überrascht. Es sieht danach aus, dass ich mal brav war. Das ist ja regelrecht unglaublich. Gut, dann kann ich mal das Mark hier löschen. Weil wir haben ihn in den Aufzeichnungen drinnen. Dann tue ich das mal weg. Dann haben wir noch 13 und 12. Dann war das jetzt der Ausflug hier für den Hugo eigentlich. Aber wir haben immerhin was zu essen. Das ist ja schon mal was. Und was ich mit dem Kreaturenei anfangen kann, habe ich keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass man daraus Eierspeis machen kann. Was zwar ein bisschen ekelig ist, aber... ja, in der Not, ne? Fischeierspeise. Ich schwimme jetzt wieder zurück zu unserer Hauptbase, damit wir das Gefundene dort gleich bunkern können und uns Essen machen können. Jo, und dann... schauen wir mal, wie es mit Aurora ausschaut, ne? Ob wir jetzt schon genug Zeugs beieinander haben. Ob ich vorher noch was bauen sollte, kann. Feuerlöscher müssen wir noch bauen, unbedingt. Sicherheitshalber. Den Laser haben wir eh mit, das Schneidewerkzeug, meine ich. Jo. Dann die Rettungskapsel habe ich schon wieder vergessen. Da vergesse ich jetzt immer die 12er Rettungskapsel. Die will ich ja auch machen. Vielleicht lebt er dort ja noch. Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. So. Blub. Servus. Welcome aboard, Captain. Ja, Dankeschön. So, also, den tun wir wieder weg. Achso, jetzt haben wir gefunden. Essen machen. Servus. Ich will nicht den Spind, ich will einen Fabrikator. Danke. Und zwar, wir kochen unser Essen. Weil wir sind hungrig wie ein Wolf. Dann können wir machen Silikongummi und Schmierstoff. Ich glaube, einen Schmierstoff habe ich gebraucht. Und ein Silikongummi. Also das geht nur mit dem. Genau, das andere waren Fasern, ne? Ja. Ich habe schon wieder... ist mir schon wieder eingefallen. So, den tun wir mal bunkern. Ah, da habe ich eh. Perfekt. Kann ich glatt noch schnell so ein Gewebedingens draus machen? Ist platzsparender. Passt. Nein. Nein. Das. So, das wird gleich weggetan. Genau, das Kupfer habe ich jetzt vergessen zu holen. Ich schlaue Frau.
Aber das werden wir jetzt mal essen. Und ein bisschen was trinken. Hoppala. Und ein bisschen bunkern. Da muss ich schauen, beim Spind, ist da irgendwas schon am Hinwerden? Na? Nahrung minus, ist verfault. Kann man wegschmeißen. Okay. Also die Nahrung sollte nicht unbedingt da drinnen bunkern haben, ne? Ist das auch verfault? Ja. Ja! Ist halt was für ein Müll, ne? Wobei, wie wenn wir diesen Bio-Dingens haben. Wenn wir dieses Bio-Dingens haben, dann können wir auch leichter leben. Also Wasser ist haltbarer. Wasser ist haltbarer. Das können wir im Spind lassen. Ansonsten bräuchten wir mal so einen Kühlschrank. Vielleicht gibt es sowas ja. Gut. Baumtechnisch. Was wollte ich denn mal bauen? Mit dieser Schmierseifen. Mit dieser Schmierdingens da. War das hier hinten was? Glas. Glaub nicht, dass das. Labortisch, Schreibtisch, Wandspind, Spind, Aquarium. Ah, da brauche ich nur mehr das Glas. Dann kann ich das auch schon bauen. Medikit, Fabrikator, das haben wir eh alles. Ah, den Bio-Dingens. Genau dafür brauchte ich das. Ein Kabelsatz auch noch. Das heißt, ich brauche 2 Silber noch. Okay. Gut, das Bio-Dingens. Wird das schon mal sparen. Jo. Das ist natürlich wieder stockfinster. Ist eh klar. So. Okay, wir haben haufenweise Medikits, haufenweise Batterien. Viel zu essen. Was brauchte ich denn? Schnellfabrikator für Werkzeuge für den Feuerlöscher. Wo ist er denn? Laser, Pschu, Pschu. Na nö. Ist er gar nicht hier dabei gewesen? Dann ist er da dabei. Feuerlöscher. 3 Titan. Da kann ich etliche bauen. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. Ja, passt. Dann haben wir schon mal 2, die ich hier bauen kann. Einmal. Und was haben wir hier? Also das war nur die Dauerflasche, ne? 2-mal. Weil die können wir wahrscheinlich für die Aurora brauchen. Wahrscheinlich noch ein paar mehr. So. Haben wir noch 2 und dann passt das schon einmal. So. Dann haben wir 4 alles zusammen. Super. Jo. Ansonsten glaube ich persönlich brauche ich nichts. Die mobile Fahrzeugstation können wir dann auch mal bauen bei passender Gelegenheit. Hier ist nichts. Okay. Passt. Jetzt müsste es. Okay, hell wird es gerade. Das passt auch sehr gut. Dann werden wir uns zur Rettungskapsel 12 aufmachen, ne? So, die war jetzt, 13 war da drüben, die 12er war jetzt, da drüben. Okay. Also quasi vor der Aurora. Davor und nicht dahinter. La 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 la. Na, was willst du? So, lasset mich in Frieden. Was bist denn du? Wow. Wie ich hier nicht krieg, alter Schwede. Naja. Essen haben wir eh genug, ist jetzt eh nicht die Priorität. Eine bessere Waffe wäre halt auch jetzt mal Fisch, ne? Ganz ehrlich. So, dann schauen wir mal, ob der Superstar
noch am Leben ist. Aha, da mal. Da ist was drinnen. Ja, da ist was drinnen. Haben wir das schon? Mobile Fahrzeugstation, ja, haben wir tatsächlich. Das haben wir schon, das haben wir schon. Das haben wir schon, das haben wir schon. Zack, Kupfer. 30 Sekunden. Ja. Alles klärchen. Gehen wir Luft holen. Ganz flotti. So. Dann schauen wir weiter. Passt. Wir haben darüber gemusst. Tja. Na, Fisch. Was haben wir da? Halt. Zeitkapsel. Zeitkapsel empfangen. Okay, ich schwimme mal wieder nach oben wegen Luft und so. Fellow Survivors. Ich kann nicht so gut Englisch. Das ist gemein. Das heißt, das war eine Zukunft. Ich glaube, das war eine Zukunftsvision, dass hier irgendwann mal so ein schönes Unterwasserstationchen gebaut werden soll, glaube ich. Ich bin nicht gut in Englisch. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin in Mathe besser als in Englisch. Muss ich echt sagen. Sprachen sind nicht meins. Ich bin Österreicher, ich kann nicht mal richtig Deutsch. Da müsst ihr bitte Verständnis haben. Ja. Ja. So. Ich will auch nur deshalb so tief runter, weil ich hoffe, dass die Batterie aus wird. Na, ich hoffe, etwas zum Scannen zu finden. So wie das hier eventuell. Ja, das schaut nach etwas aus. Tauchdock-Fragment. Blub. Das schaut nach was aus. Nice. Was haben wir hier? Lithium einsammeln. Okay. Boah. 30 Sekunden. Ja. 30 Sekunden, bitte holen Sie Luft. Jawohl. Bitte sehr, bitte gleich. Okay. Na bitte, immerhin haben wir schon was Neues gefunden, ne? Ja, ich bin gleich oben. Mach dich nicht ins Hemd. So, bitteschön. Ja, Luft holen. Perfekt. So, nichts wie runter nochmal. Rettungskapsel ist in die Richtung. Ich komme ja schon näher. Ich lasse mich halt wieder mal nur ablenken. Wie ein Rotkäppchen im Wald. Oh, was ist denn da verreckt? Oh. Da ist was. Oh, ein Stück von der Aurora. Oh. Oh. Au. Was? Au! Hey! Du Mistviech! Du Elendiges! Das ist mal ein Zitteraal, ne? Aua! So. Will man jetzt einmal in Ruhe scannen? Lichtstabfragment. Okay, Bauplan. Im Ernst? Lichtstab? Jetzt wäre mal einer auf jedi Ritter auch noch. Oh, gewöhnlicher Lampenbusch. Nehmen wir auch mal mit zum Scannen. Wo ist denn dieser Elektro-Heini? Au! Du nervendes Scheusal, echt.
Kann ich da... Oh, ja. Natürlich. Ich hänge gerade fest. Unter Wasser festzuhängen ist meist der Tod. So, mal schnell Luft holen. Bin ja gleich oben. Mach keinen Stress. Das wäre echt schon kamott, wenn man mehr Luft zur Verfügung hätte. Echt. So. Alles im grünen Bereich. So, nochmal runter. Aber dieser Zitteralfiech-Dingens, das nervt schon gewaltig. Der Heini. Jaha. Jaha. So, ich versuche da jetzt leise, nach Möglichkeit ganz leise, daran zu kommen. Haben wir hier was drin? Nein. Ja, ich hatte gehofft, ich könnte hier rein vielleicht. Schaut aber nicht so aus, ne? Ja. Ist ja schon gut. Kann ich von hier aus rein? Oh, da ist eine Höhle. Was haben wir denn da? Das schaut aber verdächtig aus. Ist aber in der Tat nichts. Ah, Luftschiebe da. Ah, da komme ich rein. Okay. Schnell Luft holen, dann können wir uns das Ding mal anschauen. Ja, meine Güte. Geht sich aus, normalerweise. Jawohl. So. Ja, ja, stirb weg, hast du recht. Ich will ja nur da reinschauen. Ich fürchte, das halte ich nicht aus, ne? Ich fürchte, das überlebe ich nicht. Da wollte ich nämlich rein, ne? Aber da komme ich nicht rein. Muss ich jetzt dieses Gravitationsblabla? Warte mal, wo habe ich das denn? Laserreparatur, da konnte ich doch mit irgendwas. Wo war denn das? Scannen? Feuerlöscher, habe ich das überhaupt? Seemotentiefenmodul. Ah, jetzt habe ich da haufenweise Module bekommen. Ich musste jetzt einfach mal probieren, ob ich da was weglasern kann. Schaut nicht so aus. Ja, Mann, das nervt. Das mit der Luft nervt echt. Muss ich schon sagen. Es ist halt schon richtig nervig. Aber da komme ich gerade nicht rein. Da brauche ich dieses... Ach, wie hieß denn das? Ich konnte auch sowas mit einem... Habe ich das überhaupt mit? Da habe ich doch so ein Gerät gehabt, da konnte ich Sachen... Warte mal. Warte mal, ist das nicht das da? Schubkanone? Ich glaube, das ist das. Warte mal kurz. Das brauchte ich, glaube ich, um Sachen aus dem Weg zu räumen. Warte mal kurz. So, hast du das jetzt mal? Warte mal. Das wäre doch jetzt gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ja, ist schon gut. So. Geht das nicht? Vielleicht nicht unter Wasser. Ah, jetzt bin ich drin. Lol. So, okay, dann packen wir mal den Scanner aus, ne? Das wäre halt cool. Halt, da war was. Was war das? Schneller. Da.
Eine Bank. Noch was? Da war noch was. Hallo. Normales Pflanztopf. Ich muss schnell weg wieder. So. Ich hoffe, ich komme da nochmal raus, lebend. Jawohl. Sofort ein Dings aktivieren. Schnell hoch. Ich hoffe, ich überlebe das. Normal schon. Das müsste sich ausgehen. Dann können wir nochmal rein. Es ist echt doof, wenn man so wenig Sauerstoff hat. Echt. Aber ich könnte ja diesen Sauerstoff-Dingens bauen, ne? Dass wir da unten Luft haben. Das könnte ich schon machen. Haben wir so viel? Titan habe ich nicht mit, ne? Mm-mm. So. Aber ist ja wurscht. Basisinstallation. Modifizierungsstation. Während der normalen Fabrikator Rohmaterialien auf atomarer Ebene umgestaltet, um komplexe Geräte herzustellen, kann man mit der Modifizierungsstation komplexe Geräte kombinieren und so deren Funktion erweitern. Die meisten industriellen Fahrzeuge sind mit Modifizierungsstationen ausgerüstet, welche es den Ingenieuren ermöglicht, ihre Werkzeuge spontan an auftretende Situationen anzupassen. Um Speicherplatz zu sparen, ist die Modifizierungsstation standardmäßig von den meisten persönlichen Notfallbauplan-Bibliotheken ausgeschlossen. Allerdings können extreme Umgebungen wie Ozean oder Wüstenplaneten die Anpassung von grundlegenden Überlebenswerkzeugen für unvorhergesehene Anwendungen erfordern. Aus diesem Grund ist der Zugang zu einer Modifizierungsstation stets empfohlen. Okay. Pflanzkisten und Töpfe. Innenbeetkästen sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und machen es möglich, fast jede Pflanzenart in kleinen Mengen anzubauen, für dekorative oder botanischen Gebrauch gedacht. Dann werden wir mal was trinken, bevor wir hier verduschen. So, Prost. Ja. Tauchdock. Das Tauchdock ist ein unverzichtbares Modul für Langzeiterkundungen. In seiner Hauptfunktion dient es als Trockendock für kleinere Fahrzeuge wie die Seemotte oder den Krebs. Die großen Hauptkammer erhält ein unter Druck stehendes Becken, welches direkt Zugang zum umgebenden Wasser bietet und ist standardmäßig mit Vorrichtungen zum Anheben und Aufladen eines Fahrzeuges ausgerüstet. Ausgerüstet mit einer Fahrzeugerweiterungskonsole kann das Tauchdock zum Bauen und Ausrüsten von Fahrzeugerweiterungsmodulen eingesetzt werden. Angaben: Abmessung 16 x 10 x 5 Meter, Verbindungspunkt 6, Hüllenstärkenbelastung der Basis auf Meereshöhe minus 5 entspricht 4 Räumen, Kapazität eine Seemotte oder Krebs, hoher Energieverbrauch. Okay. Wahrscheinlich braucht es eine eigene Solargeschichte. Die Dinger hier lasse ich jetzt mal, ne? Verwertbares von mir aus. Schlingpflanzensamen, ja, die habe ich vergessen zu scannen. Die Pflanze habe ich. Ausgewachsene Schlingpflanzen, die das räuberische Verhalten kleiner Pflanzenfresser überlebt haben, produzieren diese biolumineszenten Samenbüschel, die entweder durch Strömung abgelöst oder von Fressfeinden verzehrt und später wieder ausgeschieden werden. Der Embryo ist von einer dicken Schicht aus Öl und Silikon umgeben, die im Boden versickert, sobald die äußere Hülle zerfällt. Dies könnte den Sämling mit den Nährstoffen versorgen, die er zum Überleben der lichtarmen Verhältnisse am Meeresboden benötigt. Beurteilung: lebenswichtiger fremder Rohstoffverwendung als Baumaterial. Genau. So. Es ist wieder finster. Zum Glück. Wo ist Kapsel. Da. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part und im nächsten Part, wenn es wieder hell ist, tauchen wir runter zur Rettungskapsel. Ich versuche es einfach mal und ja, schauen dann weiter. Ne? Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!